Ja, hallo. Jetzt geht's weiter mit dem Hustensaft, den ich herstellen werde. Hier sind mal die Tannenspitzen, die ich gestern gesammelt habe. Den ganzen Beutel voll. Und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich ein bisschen was sagen. Ja, Esther war ja. Du hast gestern ein Rezept ins Internet gesetzt, wo drin steht, dass man den Zucker schmelzen soll und diese geschmolzenen Zucker quasi über die Tannenspitzen gießen soll. Das ist definitiv falsch, weil der Zucker wieder hart wird, wenn er abkühlt und dann quasi eine Schicht um die ganzen Tannenspitzen bildet, wodurch auch die Tannenspitzen dann letztlich eingeschlossen werden und nicht mehr schwitzen können. Es ist wichtig, dass die Tannenspitzen selber schwitzen können, ihre Feuchtigkeit selber verlieren und sich vermischen quasi mit dem Zucker, der noch nicht geschmolzen ist und somit dann ein Sirup entstehen kann. Weil letztendlich löst sich durch den Zucker auch die Flüssigkeit aus den Spitzen. Ja? Also das werde ich wieder so machen wie bei meinem Waldmeister. Soweit ist er schon momentan. Sieht, das Glas war randvoll, mittlerweile ist es nur noch 2/3 voll. Und wenn man es schräg hält, erkennt man schon den ersten Sirup, der rausläuft. Ist auch schon ein bisschen bräunlich. Ja? Und genauso werden wir auch das mit den Tannenspitzen jetzt hier verfahren. Und dementsprechend nehmen wir wieder ein paar Tannenspitzen. Ich nehme braunen Rohrzucker, keinen Kandiszucker. Man kann es aber auch mit Kandiszucker oder mit weißem machen, aber brauner Rohrzucker ist was sehr Natürliches, ungefärbtes. Und wir wollen ja ein Naturprodukt hier herstellen. Und von dem her nehmen wir einfach braunen Rohrzucker. In dem Rezept von Esther Bayer steht auch drin, dass man auf 2 Hände 500 Gramm, also eine ganze Packung Zucker tun soll. Das ist einfach viel zu viel. Das wird dann am Ende viel zu süß und es ist nicht notwendig. Aber wir schichten hier immer wieder auf. Und ein bisschen andrücken, dann kommt wieder Zucker oben drauf. So, kippen wir den Rest mal hier hin. Oh ja, hier hinten liegt übrigens die Patchwork-Decke, da werde ich später auch noch dran weiternähen und den Rand dran machen. Deswegen steht auch hier auch meine Nähmaschine. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Hustensaft weiter. Buflattich, Wasserminze und Holunder werde ich noch versuchen zu finden. Ob ich Buflattich finde, weiß ich nicht. Aber was die Wasserminze angeht, meine Frau kennt eine Stelle, sagt sie, wo die wächst. Gehen wir mal hin die Tage. Und beim Holunder dürfte es kein Problem sein, den werde ich auch selber sammeln. Salbei und Rosmarin werde ich einfach frisch im Topf aus dem Supermarkt kaufen. Weil davon brauchen wir eh nicht so viel. Und ja, machen wir es uns einfach ein bisschen einfach. So. Und die letzte Schicht. Und da kommt jetzt der restliche Zucker oben drauf. So, soweit dazu. Das kommt jetzt gute 6 Wochen an einem warmen Platz, wodurch das Wasser austritt, mit dem Zucker vermischt und Sirup entsteht. Und auch mein Waldmeister kommt wieder an seinen warmen Platz. Leider scheint im Moment die Sonne nicht so. Aber wir haben ja Zeit. Die Tage, sonst wird ja auch wieder besser werden. Und ja, ihr seht ja, wie schnell das eigentlich schon anfängt. Ja, bis zum nächsten Teil. Wenn es weitergeht mit meinem Hustensaft und ja, bis dahin. Tschüss.